Servus Leute, Embers hier und heute wird dieser gute Dude, der Geet, einiges an Millionen mit uns umsetzen. Ich habe ein bisschen was gesammelt, beziehungsweise ich werde gleich nochmal ein bisschen was drauflegen und dann werden wir ein bisschen gamblen, also per Glücksspiel versuchen, was Gutes rauszubekommen. Und wer noch Fragen zum Glücksspielen hat, welches Level man dafür nehmen sollte, ich meine, ich bin jetzt in Anführungszeichen nur Level 93, da wäre 95 ratsamer. Ich habe dazu ein Video gemacht, kann ich auch gerne verlinken, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und dich dann da nochmal über das Glücksspiel informieren. Aber ich würde sagen, fangen wir direkt an und auch in der Hoffnung, dass heute was richtig Gutes bei rumkommt. Ich brauche noch ein gutes Krönchen für mein Necro. Und ja, schauen wir einfach mal, was bei rumkommt. Also, los geht's. So, bevor wir anfangen, nochmal allgemein die Info. Jeder, der Glücksspiel machen möchte, sollte sich am besten so eine Schneide bauen, also so einen Bogen mit Tiertal am. Verringert die Händlerpreise um 15% und ein Geetsglück, wenn vorhanden, mit anziehen, idealerweise nochmal 15%. Dann kann man, was das betrifft, halt nochmal ein bisschen sparen. Ich werde, wenn ich jetzt hier einmal ein Krönchen habe, einfach da komplett durchhauen. Also ob es jetzt ein Reif ist oder ein Krönchen, hat beides Vor- und Nachteile. Hier, wenn es ein Reif ist, ist es auf jeden Fall günstiger als ein Krönchen. Wäre es ein Krönchen, könnte ich dann auch sowas wie ein Griffin theoretisch erspielen. Und jetzt schauen wir mal, was die erste Runde hergibt. Nix, nix, nix. Habe ich gar nicht erst gesehen. Nein. Nur Movement. Nein, nichts dabei. Und 900.000 hatte ich, 930.000 hatte ich auf dem Charakter drauf. Und halt nochmal die ersten 2,5 Millionen. Auch nix. Zwei Kampfwiderstände, aber da fehlt mir die schnellere Zauberrate. Beziehungsweise mindestens dann auch mal schneller, faster Run. Nein, auch nix. Auch nix. Ich denke mal, es geht recht schnell weg, das Gold. Wenn man das nur so schnell bekommen könnte. Macht auf jeden Fall Spaß. Daran soll es nicht scheitern. Zwei Kälte. Nein. Also wäre das jetzt mit drei Kälte 20% schnellere Zauberrate. Idealerweise auch noch Sockel dabei, dann wäre es richtig stark. Nein. Und unser Ziel ist natürlich, hier nochmal als Info, wer das Video noch nicht kannte, dass wir Item Level 90 immer erspielen, damit wir auch die allen Fertigkeiten mit dabei haben. Zwei zu Zauberern Fertigkeiten, das ist zum Beispiel, was man nur mit Item Level 90 bekommen kann. Hier 20% Zauberrate, zwei Sockel. Und dann wäre das schon ganz nice. 27 Stärke, 27 alle Widerstandsarten. Ist generell nicht schlecht, aber ja, wer soll das tragen? Da fehlt es dann einfach am Ende des Tages an der Nutzbarkeit. Gut, dann haben wir jetzt hier erstmal die erste Variante gleich durch. Zwei Herbeirufungen. Das ist nicht schlecht für den Totenbeschwörer. Aber da wäre mir lieber 2 zu Necro insgesamt. Hier fehlt wieder ein bisschen was dabei. 2 zu giften Knochen. Ja. Da wäre es natürlich mit 3 zu giften Knochen. Ich glaube, einen können wir uns nochmal holen. Nein. Also die erste Runde ist vorbei. So, dann gehen wir wieder zum nächsten Krönchen. Nein. Jetzt hier. Und kaufen hier wieder fleißig ein. So, zwei Assa. Stärke, Leben. Aber dann war es das auch. Es war schon nicht schlecht. Da war schon ein bisschen was dabei. Nichts Brauchbares. So, nächste Runde. Was natürlich richtig nice wäre. Ich meine, ich hätte jetzt zwar noch keinen Gebrauch dafür. Aber einfach nur, um ein bisschen was Gutes ertraden zu können danach, wäre 3 Sockel, 30 faster Run. 2 Druide, 1 Herbeirufung. Und noch eine Mew über. Erhöhter Schaden? Nein. 3 Fallen. Also bisher ist es echt, echt überschaubar. Die Überlegung ist natürlich auch mal zu sagen,
Es würde mich natürlich auch in den Fingern jucken, nach anderen Sachen Ausschau zu halten. Nur würde mir da so eigentlich so gut zwei Level fehlen, damit ich immer die Item Level 90 Variante habe. Ich meine, hier habe ich jetzt kein Problem. Hier sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Drei Flüche, das ist natürlich alles andere als mega. Nein, und einer noch? Nein, nicht mal das reicht. So, nochmal über 3 Millionen. Hier geht. Wäre auch nett, wenn du außer Crap was Richtiges verkaufen würdest. Wenn natürlich jetzt ein Griffin bei rumkommen würde, also ohne dass ich es jetzt erwarte, wäre es natürlich schon mega. Hier zwei Kälte. Kälte wäre gar nicht mal so schlimm bei der Zauberin, weil die ja nicht jede Art, also nur ein Element spielt. 11 Decks könnten lieber 11 Stärke sein. Widerstandsarten sind okay, aber der andere Kram dürfte irgendwie Leben, Mana oder irgendwas nochmal sein. Und natürlich auch schnellere Zauberrate. Also man sieht schon, Zauberrate ist schon immer sehr gern gesehen. Und jetzt aber Feuer, nix, nix. Blitz ist auch nix. Drei Ele für den Druiden. Wäre auch ein sehr schöner Reif, hätte der noch Zauberrate dabei. Wobei für den Druiden ist die Zauberrate gar nicht so essentiell. Ohne es jetzt genau zu wissen, ich glaube, der braucht nur um die 100 irgendwas, 100, 100 ein paar zerquetschte. Da kommt man auch ohne Zauberrate auf dem Helm ganz gut klar. Also dann lieber so einen Druidenhelm nehmen mit FHR und vielleicht 5 zur Tornado. Das wäre natürlich vom Schaden her richtig stark. Oder Hurricane Tornado. Ich muss sagen, ich mag den Hurricane vom Druiden. Einfach von der Art her, weil es, finde ich, ganz cool ist, dich irgendwo hinzuporten, hinzulaufen. Und er macht einfach immer konstant Schaden an den Monstern, die da drumherum stehen. Blitz, ja, da fehlt es wieder so ein bisschen. Nein, auch nichts. Gut, ich glaube, das sieht nicht ganz so dufte aus. So, dann ich glaube, ich habe noch ein paar Taler hier rumfliegen gehabt. Die ersten 11 Mio. Wir kaufen erstmal die anderen noch mit ein, damit das Geld nicht auf den Boden droppt. So, nix, nix. 74 Leben. Asser, nein. Gehen wir mal hier unten lang. Ging jetzt recht zügig. Drei Gestaltenwandler. 100. Na, einer geht nur noch. Okay. Daumen drücken. Ha, nichts dabei. Gut, ich sammle weiter und dann bis gleich. Wir sind wieder zurück und ja, voll beladen mit Gold und würde sagen, geht. Zeig mal, was du kannst. Also, erste Runde. Spielchen wie eh und je. Wir kaufen uns hier unsere 8 Krönchen. Oder Reife oder Diademe, Tiara, was auch immer. Und hoffen, dass hier was Gutes bei rumkommt. Zack, nein, nein, nein. 88 Leben. Wären da drei Sockel dabei. Wäre es wieder eine Sache für sich. Aber der Goldbart, wie man sieht, hat schon ganze Arbeit geleistet hier. 24 Stärke, 24 Resi. Das hatten wir eben schon mal. Ähnlich. Nein. 78 extra Gold. Zwei Druide, 20 Faster K. Ja, aber der Rest ist halt Crap. Schade. Der Anfang sah interessant aus. Nein, nein. Wir haben aber noch gar nichts mit Zoppel direkt gehabt bisher. So, dann gehen wir mal direkt erstmal nochmal neues Geld beschaffen. So, dann haben wir drei Kampfkünste. Nein. Hier. Ah, zwei Sockel. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt was. Das hier können wir wieder streichen fürs Protokoll.
Also nichts. Drei Feuer. Hier, zwei Totenbeschwörer, 20 Faster Cast. Das Ding kommt auf jeden Fall schon mal schön zur Seite. Ich hätte jetzt am liebsten drei Poison Bowen gehabt. Baba, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal ein Skillpunkt mehr, was den Gift-Nova-Schaden betrifft. Jetzt muss das Ding noch zwei Sockel bekommen. Ich meine, zwei Nekro ist auch nicht schlecht. Dann kann man den Kollegen später noch für was anderes mitgebrauchen. Beziehungsweise, wenn wir auch hingehen und sagen, wir spielen den Gift-Nekro mal mit ein paar Summons dabei, als Blockeinheit, dann hat man da auf jeden Fall nochmal zwei Skillpunkte mehr drin. Auch jetzt gerade in den Beherrschungen, in den Kreaturen, die man dann da wiederbeleben kann, also die Monster wiederbeleben. Also ist bisher unser bestes Krönchen mit Abstand. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist sei mal dahingestellt. Hier leben Resi, ansonsten 20 Fast Gas und 2 Sockel. Ja, moin, vielen Dank. Da fehlen jetzt halt noch irgendwie Fähigkeiten dazu. Aber wir sehen, wir bekommen die 2 Sockel auch mal als Affix. Das ist ja schon mal nicht verkehrt, dass uns das gegönnt wird. So, und dann haben wir hier nichts. Weitere Zauberin. Ja, leider keine Faster Cast. Und ich glaube, ja, gut, da müssen wir mal schauen, noch ein bisschen Kohle ranholen. Krönchen, damit fangen wir an. Wir haben Blitz. Ja, hier die 20 Faster Cast und 2 Sockel. Dann wäre das schon ganz nice. Obwohl, für Blitz ist mehr auf den Griffins gedacht. Oh, zwei Herbeirufungen für einen Totenschwörer. Stärke, Leben, Widerstände. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, wird nicht der Burner sein. Aber erstmal zur Seite legen. Ja, keinen freien Platz. Flüche ist natürlich mega. So, Druide. Nix. MF haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Leben Mana. Drei zu passiven magischen für die Amma. So, einen geht noch. Ja, einen bekommen wir auf jeden Fall noch hin. Zack. Na, hat sich ja echt gelohnt, der eine. Nochmal ein bisschen mit dem Bart was ausquetschen. Das Gold geht so schnell weg. Extra Gold. Einmal noch. Und wir haben eigentlich nicht schlecht, aber ein Barb, das tue ich mir nicht an, das verkaufen zu wollen. Oh, einer geht noch. So, und dann heißt es nochmal Geld ranholen, dann geht es nochmal in die nächste Runde. Wir sind wieder zurück. Jetzt in der letzten Runde. Mein Goldbarb hat nochmal was gesponsert. Und zwar nochmal, das habe ich mir ausgerechnet, 3,3 Millionen on top. Das heißt, wir haben am Ende über 36 Mio dann heute rausgehauen. Ja, schauen wir mal, ob der gute Geed jetzt mal was spendiert. Ja, diesmal was richtig Gutes. Wir fangen auch direkt an, schon mit einem Reif. Noch nichts dabei. Aber ich muss sagen, ich hoffe mal, dass dieses Nekro-Teil zwei Sockel bekommt. Das würde ich schon recht gut feiern. Bei dem anderen unten drunter hier, bei dem mit dem Herbeirufung, ich werde einfach mal anbieten. Oh, was haben wir hier? 28 Stärke und alle Widerstandsarten 12. Naja. Ja, das ist das andere schon besser. Kann weg. Ich hoffe mal, das war jetzt kein Fehler, aber ich glaube nicht, dass das
so einen großen Markt, was das betrifft, geben wird. Weil einfach nur Plain Stärke, da gibt es Besseres. So, dann wir haben noch eine gute Mio. Aber ich habe ja jetzt hier noch einiges an Reserven direkt bei Geed liegen. Und da kann man ja schon sagen, wenn Geed das einfach so liegen lässt, ist er schon vertrauenswürdig. Ja? Also dem Geed kann man schon einiges anvertrauen. 8 abgesaugte Leben. Leben, Mana, Widerstände. Hat sogar noch Teleport als Ladung. Nein, weg damit. Ein Sockel. Ja, es ist schon so, ein Sockel ist schon was Feines. Hat genau gereicht. Wir brauchen schon was Richtiges an. Also nicht nur einfach so ein bisschen was, wir brauchen schon was richtig Gutes hier. Da. Also nix, nix, nix. Aber da fehlt irgendwie was richtig Gutes dabei. Also ich würd mal gern interessieren, ob euch solche Videos gefallen. Bei Barb, ED, Leben. Ja, aber dann war es das auch wieder gewesen. Ist gar nicht, dass hier wieder Schaden dabei sein kann als Afix. Sieht man mal, man sieht immer was Neues. So, das nächste. Ich habe noch ein bisschen was hier vorbereitet. Ja, komm. Oh, ganz viele Krönchen. Wohohoho. 2 Barb. Das war's dann. Aber das war schon mal nicht schlecht. Barb und Movement Speed ist schon gar nicht so schlecht. So, dann aber Bewegung, Leben, Mana. Ja, da fehlen halt nur die Sockel. Herbeirufung, das war es dann aber auch schon. So, dann haben wir hier nochmal nix. Und dann picken wir die Reste nochmal auf. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, mit dem hier on top davor liegend. Barb FHR, nein. So, Blitz, nein, nein und nochmal nein. Okay, ich habe nochmal hier 800k. Bewegung. Ah, anstatt diese Blitzwiderstände hätte es auch Sockel sein können. Boah, ich habe schon 3 Gift und Knochen gelesen, dachte nice. Und dann waren es aber nur 27 Stärke. Oh, ich habe es schon innerlich kurz gefeiert. So, Zauf. 3 Sockel. 3 Kälte, 20 schnellere Zauberrate. Yeah. Sehr nice. Sehr nice. Obwohl. So eine Zauberin, die würde eigentlich auch hingehen und Nightwings anziehen. Vielleicht zu früh gefeiert. Ah, mal gucken. Mal gucken. Wir lassen es mal liegen. Hätte das nicht 3 Poison Bone mit Faster Cast sein können? Aber ich muss auf jeden Fall vorher sockeln lassen. Ohne Sockel ist es halt nochmal weniger wert. Das war's schon? Ah, ich müsste mal hier gleich mal rüberziehen. Los. 30 Stärke, 2 Ammer, ja, da fehlt es halt am Rest. 2 Totenführer, alle Widerstandsarten. Das wollen wir nicht verkaufen. Ich glaube, das nächste Mal mache ich es einfach mal so 50 Mio. 2 Ele, ED, Leben. Na ja, okay. Okay oder nicht okay? 2 Kamm. Und ich wurde auch heute Mittag schon gefragt, ob ich mal ein Goldbarb-Video mache. Ja, natürlich kommt da ein Video. Aber ich muss erst noch selber so ein bisschen gucken, dass er besser läuft, flüssiger läuft und ich will ja auch ja, was
an Tipps und Tricks dann da mit rangehen. Er funktioniert zwar auch momentan, das wird auch so ein Part sein, so wie ich ihn jetzt spiele, werde ich auf jeden Fall mal drauf eingehen. Aber ich habe dann noch so ein, zwei Ideen, was ich noch ausprobieren will. Und die müssen also auf jeden Fall vorher gemacht werden. Zwei Paler, Stärke, Leben. Ah, schade, dass jetzt hier kein Faster Cast ist. Herbeirufen, nix, nix. Zwei Sockel. Stärke, Widerstand, okay. Nein. Oh, es wäre so episch, wenn wir jetzt nochmal drei Poison Bona Helme rausbekommen. Mit 20 Faster Casten direkt zwei Sockel. Würde mich mal interessieren, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Gibt ja schon einige Parameter, die erfüllt werden müssen. Passiven, nein, zwei Sockel nur. So, das sieht auf jeden Fall hier unten schon mal was Interessantes. Barb, Stärke, Energie, MF. So viel zum Thema schon mal was Interessantes. Zwei Paler und 30 Bewegungsgeschwindigkeit. Das könnte sogar interessant sein. Bin mir da nicht sicher, wie der aktuelle Markt aussieht, aber das wird auch erstmal angeboten. Krönchen. Barb, MF. Dreikampf. So, die letzte Runde anscheinend. Jetzt muss es drauf ankommen. Leben, Ele, Stärke, Widerstände. Geht noch eins? Ja. Gut, ich denke mal, das war's. Gucken wir nochmal, was wir hier uns am Ende ja mal gegambelt haben. Also 3 Kälte, 20 Zauberrate. Es gibt Nightwings, wird auf jeden Fall mehr Schaden machen, aber sollte es hier zwei Sockel geben, kann man entweder als Kältezauberin, wenn man MF will, MF reinmachen mit zwei Topazen. Man könnte, wenn man es braucht, als Resis in PvP später umruhen oder was auch immer, Juwele reinhauen. Oder ja, andere Runen. Oder zwei Rainbow Faces für den Schaden. Zwei 5-5er. Ist auf jeden Fall interessant. Mal gucken. Dann haben wir hier zwei Totenbeschwörer, 20 Faster Cast. Auch hier wieder zwei Sockel. Wenn ich sie jetzt nehmen würde, würde ich diese zwei Varianten nehmen für den Necro mit zwei Rainbow Faces für den Gift Necro. Hätte auch den Vorteil, dass er als Summoner zwei Summon Skills hätte. Mit Corpse Explosion, mit dem Fluch für verstärkten Schaden. So gesehen für den Summoner gar nicht verkehrt. Ja, muss man mal schauen. Hier zwei, hier ist nur zwei zur Herbeirufung. Hier wäre es natürlich lieber, wäre es zwei zu allen Totenbeschwörern. Aber hat kein Faster Cast. Und hier zwei Paler und 30% Movement. Kann ich mir vorstellen, dass es für so Hammerdiene, wenn die chargen, das war früher auf jeden Fall sehr interessant, wenn die unsichtbar wurden, also mit der Sync. Gibt es jetzt so nicht mehr, aber ja, mal gucken, vielleicht gibt es da noch einmal. Also Leute, das war's von meiner Gambling-Aktion. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Wenn euch sowas Spaß macht zu sehen, schreibt mal in die Kommentare, damit ich einfach weiß, ja, soll ich das in Zukunft nochmal bringen oder dann lieber für mich bewahren? Also, ich bin euer Embers, ich bin raus.